Hey, euer Doc ist wieder am Start mit einer neuen Folge. Und heute habe ich wieder was gegen euer Gamer-Syndrom, nämlich von Nerdy Tech, der Couchmaster Cybot. Geiles Zubehör für eure Konsole, für euren PC. Alles, was du von der Couch machst. Zocken, PC, Stadia, Konsole, arbeiten. Ich liebe euch schon lange damit. Ich kenne schon die Vorgänger, leider nur vom Sehen, deswegen freue ich mich umso mehr heute. Danke. Nerdy Tech, dass wir heute dieses Projekt starten. Wie immer, der alte Dog und wir gucken jetzt rein. Eine Übersicht. Eine kleine Maustasche. Falls du nicht zockst, kannst du deine Maus da reinlegen und dann einfach hinhängen. So hast du die Maus trotzdem an dem Ding, auch wenn du die Maus gerade nicht brauchst. Ein Mauspad mit Kleber hinten. Denn du kannst das Mauspad so positionieren, wie du es für dich brauchst. Das hier ist die Auflage. Die Auflage ist aus Bambus, hat so eine Soft-Charge-Lackierung obendrauf. Hier kannst du dann dein Tablet zum Beispiel reinstecken und hier Lüftungsschlitze. Lüftungsschlitze zum Beispiel für dein MacBook, für dein Gaming-Laptop, falls du im Sitzen auf dem Sofa oder im Bett zockst. Und hier hast du auch eine Handballenauflage. Ist leider, habe ich mir gehofft, dass es etwas weicher ist. Ist es leider nicht, okay? Bedeutet, hier geht es darum, dass man halt nicht runterrutscht. Je nachdem, wie man seine Maus hat und seine Tastatur. Also, nicht soft. Okay, wir haben hier eine weiche Polsterung. Dann haben wir hier ein Pixel-Militär-Design. Und ein Teil der Kissen ist aus Kevlar. Die wollten hier sowohl aufs Design einen Fokus legen, damit es einfach gamerlastig ausschaut. Oder hier zum Beispiel beim Bambusbrett wegen der Umweltnachhaltigkeit. Okay. Erster Eindruck, recht stabil. Das Mauspad kannst du dann daher kleben, wie du es brauchst. Und das Täschchen. Hier ist es so, doppelseitiges Grabband.
platzierst du da, wo du es haben willst, zum Beispiel hier vorne. Und dann zum Beispiel zack. Dann ist es fest. Hier kommt es drauf an, vom Platz her. Okay, passt. Das ist eine große Tastatur. Genug Platz. Ich gehe jetzt ins Labor, teste das Ganze. Bin gespannt. Kommen wir zum Fazit. Was ist mir aufgefallen? Je nachdem, was du für ein Sofa hast, kann es passieren, dass es in die Mulde reinfällt und etwas sich neigt. Also das Kissen, zum Beispiel das rechte. Habt ihr ein gerades Sofa, dann habt ihr auch eine gerade Fläche. Für die Tastatur, für die Maus ist es auf jeden Fall perfekt. Rechts kann ich die Maus positionieren, links natürlich die Tastatur. Ich habe genug Platz, kann mich komplett frei fühlen und am Fernseher zum Beispiel zocken. Möchtest du das Ding natürlich mit einem Laptop betreiben? Beim MacBook ist es so, du hast genug Platz. Ich habe jetzt das 16 Zoller. Es ist aber etwas links versetzt. Für die, die gerne das Ganze in der Mitte haben möchten, müssen dann halt mit der Maus ein bisschen mehr nach rechts gehen. Das Konzept ist doch sehr linkslastig, das müsst ihr auf jeden Fall beachten. Ansonsten ist es kein festes Konstrukt, sondern ihr müsst es abbauen, alles in die Hände nehmen, euch hinsetzen, zusammenbauen. Also es ist nicht ein riesengroßer Kasten, den ihr einfach rausschiebt und wieder reinschiebt, sondern nein, wir haben hier drei verschiedene Einzelteile. Hat aber einen riesengroßen Punkt, der zu beachten ist, mein riesengroßer, keine Ahnung, wie viel der wiegt, 5 Kilo, 17 Zoll Alienware. Ihr merkt, es geht nach vorne. Wenn man hier nicht aufpasst, also ich würde sagen, für ganz, ganz schwere Notebooks oder Laptops oder was auch immer, schwierig. Würde ich aufpassen, würde ich nicht benutzen, denn ihr seht, könnte den Weg nach unten nehmen. Also so für schwere Hochleistungs-Notebooks, Pro-Gamer, High-End-Notebooks, ist es hier wirklich vom Gewicht irgendwann dann Schluss, von der Größe natürlich auch, aber ganz normal für ein MacBook, für ein ganz normales Notebook, wirklich zum Arbeiten oder zum Zocken, Google Stadia oder ein normales Spiel auf einem normalen Notebook, was da nicht fast 5 Kilogramm wiegt, ist es auf jeden Fall ausreichend. Das war mir wichtig, dass ich das Ganze euch mitteile, genauso, dass es sehr linkslastig ist für die, die wirklich das Notebook hier in der Mitte haben möchten. Das müsst ihr beachten für die, die da drauf Wert legen, für die, die sagen, ist schon okay, wenn es links ist, Maus rechts, ist es auf jeden Fall in Ordnung. Zurück in die Praxis. Du hast hier auch die Belüftung, bedeutet, du hast hier natürlich keine aktive Belüftung mit irgendeinem Lüfter, sondern das geht wirklich, dass du einfach hier genug Luft lässt. Die meisten Notebooks haben halt einfach unten die Kühlung und da ist es angenehm, wenn hier unten ein Teil frei ist. Es ist nicht immer komplett alles frei, je nachdem wie man sitzt, je nachdem wie breit man selbst ist. Meistens sitzt man ja doch hier in diesem Bereich und trotzdem sehr, sehr stabil, bricht nicht ein. Eine coole Geschichte für die, die gerne auf dem Sofa entweder am PC spielen, auf dem Sofa zum Beispiel die Stadia spielen, ihren PC am Fernseher angeschlossen haben, arbeiten möchten, ein MacBook da stehen haben und arbeiten oder ein Gaming-Notebook hier stehen und zocken, Tastatur und Maus. Oder natürlich auch für die Konsolenspiele, egal ob PlayStation oder Xbox. Hier ist natürlich die Möglichkeit, eine Tastatur und eine Maus zum Beispiel an der Konsole anzuschließen und zu zocken, ist ja auch gegeben. Oder als Abstellbereich, Tablet hier, was zum Schreiben. Zwar keine Bierhalterung oder Kohlehalterung oder Wasserhalterung, dafür auf der linken Seite Platz fürs Netzteil oder für einen Controller, ein Headset, je nachdem, was du da hinhängen möchtest. Schreib mir deine Meinung. Hast du schon so ein Board, vielleicht eine andere Version und wie findest du allgemein so ein Ding? Eine coole Ergänzung oder nicht? Die Links werden mal in der Beschreibung. 10 Euro Unterschied, ob ihr es jetzt bei Amazon kauft oder bei Nerdytech direkt auf der Webseite. 109 Euro und 119 Euro zum Zeitpunkt des heutigen Videos. Das Ganze kann man auch gewinnen. Ich setze euch einen Link in die Beschreibung. Auf Ingame kann man dann hier teilnehmen. Die verlosen das Ganze, die kümmern sich um das Ganze, um die Abwicklung und. Schaut dort vorbei, falls ihr Bock habt, sowas natürlich zu gewinnen. Und ansonsten, wir sehen uns in der nächsten Folge. Euer Doc.